Jungs, weine nicht. Daniel ist 13 und wird gemobbt. In der Stadt gucken sie ihn an und kichern, während sie mit dem Finger auf ihn zeigen. Immer wenn er nach der Schule nach Hause geht und am Sportplatz vorbeikommt, rufen sie ihm zu: Fettsack, nimm ab. Sobald er zu Hause ist, ist seine Mutter wütend, weil er mal wieder zu spät kommt. So langsam hört er ihr nicht mal mehr wirklich zu. Er geht in sein Zimmer und isst etwas. Das lenkt ihn ab. Er könnte, aber er will nicht den Tränen nachgeben. Denn Jungs weinen nicht. Der 9-jährige Jonas muss heute früher von der Schule nach Hause. Er muss zu der Beerdigung seines Opas. Seit 5 Tagen ist er tot. Und seit 5 Tagen ist Jonas still geworden. Sonst war er der Klassenclown, hatte immer gute Laune. Aber jetzt ist er still. Und nun steht er neben dem Sarg und sagt seinem Opa, er solle bitte einfach aufwachen. Doch Opa regt sich nicht. Jonas verstummt und tritt ein paar Schritte zurück. Er empfindet Kummer, aber Jungs weinen nicht. Die 15-jährige Emily würde lieber ein Emil sein. Das stellte sie vor 2 Jahren fest. Sie bindet sich die Brüste ab, schneidet sich die Haare kurz, trägt Jungsklamotten, aber keiner akzeptiert sie. Abends, wenn sie in ihrer Decke eingerollt nachdenkt, wie sie es ihren Eltern sagt, laufen ihr Tränen über die Wange. Für sie ist es normal geworden, jeden Abend zu weinen. Und ihr wird bewusst, dass sie, wenn sie einer werden will, sich auch verhalten muss wie ein Junge. Also wischt sie die Tränen weg, denn Jungs weinen nicht. Lasst euch nicht von der Gesellschaft einreden, was richtig oder falsch, cool oder uncool ist. Seid ihr selbst und steht dazu. Denn die Wahrheit ist, auch Jungs weinen.